Stadt in die anderen sein. Was bedeutet das denn? Das habe ich mich auch schon gefragt. Der Kristallpalast hieß früher auch die Geburtenstadt. Die Geburtenstadt Kristallpalast war eine Stadt, in der Kinder ausgewählt wurden, die geboren werden sollten. Kinder ausgewählt? Die mit schwacher Zauberkraft durften nicht geboren werden. Das ist dir furchtbar. Und die Todesstadt Mayfield war der Ort, in dem die Seelen der Toten in eine Art Unterwelt geschickt wurden. Früher wurde denn wenigstens sogar ihr Aufenthaltsort nach dem Tod zugewiesen. Wollt ihr sonst noch etwas wissen? Verbotenes Land? Sie war die Hauptstadt der Venus, als Melbuframa die Welt beherrschte, der politische und militärische Mittelpunkt. Deshalb wurde sie so beschädigt. Deshalb heißt sie jetzt das verbotene Land. Das habe ich doch schon erklärt. Ihr seid ja hoffnungslos blöd. Ich will es nicht nochmal erzählen. Habt ihr mir denn nicht zugehört? Ich find's geil, ihr seid ja hoffnungslos blöd. Ach, wo hast du das gemacht? Die Richterstadt Cenebatus war der Ort, an dem die Gesetze gemacht wurden. Sie behaupten zwar nach außen hin, dass es dabei um Gerechtigkeit ging, aber in Wirklichkeit waren es alles Gesetze, die die anderen Arten unterdrückten. Auch Verhandlungen und Hinrichtungen wurden in Cenebatus abgehalten. Ich kann mir schon vorstellen, was für Verhandlungen das waren. Das macht mir Gänsehaut. Und die Zauberstadt Erbis. Die Zauberstadt Arvis war der Ort, an dem Magie studiert wurde. Ist es nicht bemerkenswert, dass sie, die so viel mehr Magie beherrschen als wir heute, sie dennoch so eingehend studierten? Das würde heute niemand mehr machen. Das siehst du vielleicht zu leichtfertig, Mero. Beenden. Sag mir etwas über Beenden. Du weißt ja wirklich gut Bescheid. Wenn das Arglis ist, wie kommen wir dann dort rein? Wir müssen uns beeilen, sonst kommt Sieg uns zuvor. Tja, ein Schiff können wir nicht nehmen, wir müssen einen anderen Weg finden. Der wäre? Wir teilen das Meer. Wir fliegen drüber. Wir schwimmen. Ja, wir schwimmen, wieso nicht? Na, geh ich doch mal zum Bürgermeister, lalala. Böse Musik. Spiegelraum, Arktis, die Zauberstadt. Ah ja. Jemand beobachtet uns. Was ist denn los, Rose? Jemand hat uns beobachtet. Beobachtet? Ah ja. Was passiert denn jetzt? Das Meer teilt sich! Kommt schon! Moses ist da. Sehr gut. Nein, das ist Bruce Almighty. Ja, damit hat sie sich wohl die Frage, wie wir dorthin gelangen. Was ist das? Die Zauberstadt Arglis hat sich enthüllt. Herr Stell, habt ihr danach gesucht? Nee, wir suchen einen anderen Stock. Sieht so aus. Zum Glück hat es uns gefunden. Jetzt können wir sie vorziehend betreten. Los geht's. Jawoll! Und wie?
die Stadt, die sieht doch schon geil aus. Jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich genau dorthin gelange, komme, tue, mache. Sorry. Ohne Witz, ihr Leuchten wollt ihn nicht durchstechen, was? Wir werden gehen. Wisst ihr nicht, was los ist? Das Meer hat sich gespalten und komischer Kram ist erschienen. Deshalb sind wir hier. Ihr Leute seid ja verrückt! Nein, wir sind Dragoons. Das ist nicht das Gleiche. Gütiger Himmel, am Boden des Meeres hat sich eine Straße gebildet. Das stimmt, wenn wir ein Boot nehmen, können wir aber ab der Hälfte des Weges laufen. In die zweite Stadt Arles gehen. Wir brauchen nicht zu zögern. Kommt, wir gehen nach Arles. Geil. Ach, ich liebe die Städte. Ich liebe sie. Sie sehen einfach geil aus. Was geht hier vor? Magie! Irgendjemand hält das alles hier mit Magie aufrecht. Wir scheinen eingeladen zu sein. Das ist ja angenehm. Es gibt keinen Grund, die Einladung abzulehnen. Diese Tür ist auch nicht verschlossen. Dart, geh du vor und mach sie auf. Sieg wird hierher kommen, um die Ziegelkugel zu zerstören. Du wirst es ein für alle Mal zu Ende bringen müssen. Deshalb will ich, dass du die erste Tür öffnest. Kann ich noch mit ihm reden? Wir retten Shana, nicht wahr? Wir haben keine Zeit zu zögern. Das ist also die Macht der Magie. Wir können immer noch nach Rogue zurückkehren, aber es ist wohl besser, wenn wir uns jetzt beeilen. Wenn man eine Entscheidung getroffen hat, sollte man dazu stehen. Wir müssen weiter. Shana und dein Vater erwarten uns. Okay. Ja. Warum zögerst du denn so? Ich habe Angst. Wir haben keine Wahl. Wir müssen weitergehen. Komm mal! Du nicht trödeln. Dir nicht ähnlich sehen. Worauf du warten? Ich kann nicht fassen, dass es Leute mit so abgefahrener Zauberkraft gibt. Los, lasst uns gehen. Los. Mach's sofort die Tür auf. Wir können nichts tun, als weitergehen, nicht wahr? Na gut, dann, Sesam, öffne dich. Oh, okay. Aber der Hintergrund, die Stadt, wie sie gemacht ist, das finde ich einfach nur genial. Ja, seht ihr das? Seht ihr, was ich meine mit genial? Ach, die Stadt, ich liebe sie. Na, Meru, was hängst du so? Das ist der Meeresgrund! Was für ein Anblick. Da lohnt es sich, lange zu warten, bis... Vergiss nicht, dass uns jemand eingeladen hat, sonst wird das das Letzte sein, was wir je zu sehen bekommen. Aber es ist eine ungeheure Zauberkraft, die im Meer so viel Platz schafft. Diese Stadt befand sich ursprünglich nicht an einem so beklemmenden Ort. Alle Wingli-Städte schwebten einst in der Luft. So war es leichter, die Lebewesen am Boden zu kontrollieren. Und so blieb es, bis wir sie abschossen. Du und mein Vater. Ja, Sieg und ich, zusammen mit 5 anderen Dragoons. Seitdem sind 11.000 Jahre vergangen. Und jetzt sind wir hier, um die Siegelkugel zu beschützen. Das ist ein merkwürdiges Gefühl für mich. Was ist denn los? Meer verschlossen. Was? Sie wollen nicht, dass wir zurückkehren. Sie meinen es ernst mit uns. Meer hat wegen zugeschlossen. Kommen Sie später wieder.
Öffnungszeiten von da bis da, bla bla. Egal, das war wieder schlecht. Ja, aber... Oh, das war cool. Also cool, Automatik. Aha. Ach, diese Viecher. Was ist das denn? Hat ist schon Ewigkeiten hier drin. Hat. Ich weiß nur noch, wie es hier drin aussieht und riecht. Hat. Es scheint nicht gefährlich zu sein. Es ist hat, 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 hat. Hat will nichts sagen, aber es gibt eine Botschaft und dann ist es hat, hat. Seid gegrüßt, die sieben Helden, die das Schicksal hergeführt hat. Und Rose, die tausende von Jahren, die ich gewartet habe, waren weder so lang wie die Ewigkeit noch so kurz wie das Flackern eines Sterns. Wer seinem Schicksal mutig begegnet. Den Rest habe ich vergessen. Oh Gott. Woher weißt du meinen Namen? Von wem ist diese Botschaft? Hat weiß nur, was hat hört hat. Hat weiß sonst gar nichts hat. Bist du auf Siegs Seite? Antworte heute, ich mache Kleinholz aus dir. Kleinholz? Das hat noch nie gehört oder gesehen hat. Zeig das hat einmal. Muss hartes Zeug sein hat. Hey Miranda, der Kleine hat doch nichts getan. Wir wollen dir nicht drohen. Oh, der Kleine ist magisch. Magisch? So etwas gab es noch nicht einmal während der Drachenkrieg. Du musst es glauben, weil es direkt vor dir steht. Aber der Kleine ist total süß. Hat es süß? Dann seid ihr alle nicht süß, hat. Mit Ausnahme von Rose, hat. Wenn ich etwas Besonderes für dich bin, könntest du mich eigentlich zur Silberkugel bringen? Ist deine eigene Herausforderung, alleine zu gehen, hat. Als wegen der psychedelischen Bombe und dem Mord, hat geht jetzt, hat. Das Tat, hat. Tja, wir müssen jedenfalls weiter. Gott, das ist verstörend. Da ist eine Tür. Es geht nicht auf. Okay. Hat sie eine Brennstone? Ich glaube. Ja, es hat. Es hat. Ich glaube, ich treffe noch auf an. Total zu. Ach, das brauche ich doch nicht. Total zu stillen. Ja, das hat vier. Magma-Spule brauche ich auch nicht. Muss ich jetzt hier durch? Alles dort. Ich weiß, es war noch ein Teleport-Rätsel und dann habe ich drum und dran. Drum und blablabla. Hey, oh, ich will da hin. Da will ich nicht hin. Schalalala. Oh, eine, zwei, Quallen. Zeig mir, was ihr drauf habt. Autsch. Ja, Herr Schell, du brauchst unbedingt mehr Fragen. Wackelpeter. Kein Kommentar dazu. Ups. Warte, Haschels Handschuhe. Ach, Donners. Es gibt kein Element, das gegen Donners stark ist. 1800, ja, doch, das ist nur klar Anzeichen von mir. Legt euch nicht mehr. Heilungsnebel, oh, wunderbar. Das gefällt mir doch. La 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 la.